Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordneten, die Fraktion Die Linke möchte heute über eventbetonte Jugendliche im Zusammenhang mit Bautzen sprechen. Ein anderer Begriff dafür ist erlebnisorientierte Jugendliche, also für die, die nicht so gut Englisch können. Auch das ist im Polizeisprech möglich und auch durchaus üblich. Mir ist es allerdings nicht ganz klar, wen Sie jetzt eigentlich meinten, als ich den Titel Ihrer Debatte gelesen habe. Und da sind mir noch glatt drei Gruppen eingefallen, die gemeint sein könnten. Und habe mir Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich war mein erster Eindruck, haben Sie die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gemeint, die gar nicht alle minderjährig sind und manche natürlich auch etwas älter sind als 18, zum Beispiel 20, ja, die mit Stöcken und Flaschen Polizeibeamte angegriffen haben, die nicht gewalttätige Menschen angegriffen haben. Gehen wir mal zurück zum 9.9., da hat die rechtsextreme NPD eine Demonstration in Bautzen organisiert und auch da sind schon dieselben Leute aufgefallen. Und Sie haben als Linke versucht, natürlich diese Jugendlichen zu integrieren. Und es ist Ihnen nicht gelungen, denn selber sind Sie angegriffen worden. Auch da musste schon einer der Hauptredelsführer von der Polizei gewalttätig festgenommen werden, weil er versucht hat, die nicht gewalttätigen Demonstranten anzugreifen. Die Ermahnungen der Folgetage haben offensichtlich nicht gefruchtet. Und so kam es fast täglich zum Streit im Bereich des Bautzener Kornmarktes. Im Übrigen auch keine Ausnahme für Bautzen, sondern wir haben ja seit April schon 72 Angriffe bzw. Streitigkeiten in diesem Bereich Kornmarkt erlebt. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege? Bitte. Auch gern. Bitte. Dankeschön. Herr Whippel, können Sie mir Ihren Satz, wir sind, also Sie sagten, Die Linke ist, von sozusagen Teilnehmern der Demonstration angegriffen worden. Können Sie mir den mal genauer erläutern, wer sozusagen aus unseren Reihen nach Ihrer Kenntnis dies getan haben sollte, wie das geschehen sein sollte? Als Augenzeuge vor Ort sind mir nur Übergriffe auf unsere Demonstration und zwar von Seiten der von Ihnen gerade als eventorientierten Jugendlichen bekannt. Ich kann mich nicht erinnern, sozusagen, dass aus unserer Demonstration jemand angegriffen wurde. Könnten Sie mir das eventuell sozusagen beantworten, wer das gewesen sein sollte? Sehr geehrter Herr Kollege Schulze, ich müsste jetzt aus einer nicht öffentlichen Sitzung des Innenausschusses zitieren und das ist mir, glaube ich, nicht gestattet, aber ich kann es halt soweit zusammenfassen, dass ja selbst der Anmelder selber oder die Anmelderin selber gesagt haben soll, so gebe ich das jetzt mal wieder, dass es nicht gelungen ist, auf alle Demonstranten ihrer Demonstration so einzuwirken, dass sie friedlich bleiben und dass man nicht die Kontrolle über alle Demonstranten hatte. Darauf habe ich mich hier mit bezogen. Der vorläufige Höhepunkt... Gestatten Sie noch eine Nachfrage von... Nein. Nein. Der vorläufige Höhepunkt war der 13.9. gewesen, als ein Deutscher mit einer Flasche von einem UMA beworfen worden ist. Er ist schwer verletzt worden am Hals. Und er ist mit der Flasche nach Polizeiangaben in den Rücken gestochen worden. Und erst am 14. ist dann von Seiten der Rechten mobilisiert worden. Und auch da ist es soweit friedlich geblieben, mit der Ausnahme, dass geschmacklose Parolen gerufen worden sind. Dann kam es zu den Angriffen auf die Demonstranten, aber auch auf die eingesetzte Polizei von Seiten der unbegleiteten Minderjährigen. Und da muss ich ganz klar sagen, diese gewaltbereiten Personen, gewaltbereite Ausländer, wollen wir nicht nach Deutschland integrieren. Diese Personen müssen, sobald es möglich ist, abgeschoben werden. Für diese haben wir keinen Platz zum Schutz der eigenen Bevölkerung, aber auch zum Schutz der wirklichen Flüchtlinge. Die zweite Gruppe, die Sie meinen könnten, habe ich mir gedacht, das könnten ja die Rechtsradikalen sein. Und offensichtlich, wenn ich die erste Rederunde sehe, lag ich da nicht ganz falsch. Nur ist mir nicht ganz klar, ob Sie das wirklich so meinen. Ehrlich gesagt, kann ich es kaum glauben, denn Sie haben in der Vergangenheit ja alles getan, um genau diese Menschen aus der Gesellschaft auszugrenzen, sie zu stigmatisieren, sie öffentlich zu machen, sie angreifen zu lassen, auch von Seiten der Antifa in Richtung ihres Eigentums, in Richtung ihrer Gesundheit. Insofern frage ich mich, wie Sie jetzt eigentlich mit diesen Leuten ins Gespräch kommen wollen, um die Integration dieser Personen in die demokratische Gesellschaft
voranzutreiben. Wie wollen Sie diese Leute von der Demokratie überzeugen? Ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Hohmann. Bitte. Ja, ich wollte einmal fragen, ob Sie gerade richtig verstanden haben, dass Sie dafür sind, Menschen unter 18 Jahren abzuschieben. Und in der Verbindung hätte ich gerne noch die Frage, da sind ja aus verschiedenen Nationen dabei, sind Sie denn zum Beispiel dafür, also Menschen unter 18, also Kinder und Jugendliche zum Beispiel direkt nach Aleppo abzuschieben, wenn Sie sich schon dafür aussprechen? Sehr geehrter Herr Hohmann, der Hauptredelsführer ist ja in Libyen, ne? Und der ist älter als 18, er ist ja 20 Jahre alt, ist wegen etlicher Delikte schon aufgefallen und der kann natürlich abgeschoben werden, um diese Person geht es. Und ansonsten können wir abwarten, bis die Leute 18 Jahre alt sind. Und wenn sie 18 Jahre alt sind, können sie dann irgendwann abgeschoben werden, wenn sie weiterhin gewalttätig sind. Die Frage direkt nach Aleppo ist natürlich eine absolute Fangfrage. Natürlich wollen wir niemanden nach Aleppo abschieben, aber in der Provinz Latika fühlen sich die Leute einigermaßen sicher. Trotzdem geht es jetzt hier nicht darum, die Frage zu diskutieren, wann ist in Syrien Frieden und wann ist es nicht. Die Kenntnis ist ganz klar, wenn die Leute aus Ländern kommen, wo sie aktuell natürlich gerade nicht an ihr Leib und Leben bedroht sind, dann können wir sie abschieben. Und es muss auch ganz klar sein, wer Straftaten begeht, auch nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wer sich gegen die Rechtsordnung des Landes stellt, was ihm Schutz gebietet, hat keinen Anspruch nach der GfK. Aber kommen wir jetzt nochmal auf den 9. September. Antifa und Solid haben wir zum Dialog eingeladen mit Worten wie Zitat entgegentreten, mit Zitat Querfronten zerschlagen. Und auch auf dem Internetportal lauterbautzner.de ist ganz klar dazu aufgerufen worden, nach 18 Uhr die Demonstranten zu exkludieren, weil sie es ja mit Inklusion nicht so hätten. Also, meine Damen und Herren von den Linken, ihre Politik ist im besten Falle widersprüchlich, im schlimmsten Falle ist sie jedoch verlogen. Oder meinten Sie vielleicht die Gruppe, die am 14. September aus Leipzig und Dresden angereist ist? Wollten die vielleicht zum Dialog einladen? Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat der Polizeipressesprecher bekannt gegeben gegenüber Medien, dass bei Durchsuchungen von Fahrzeugen Einhandmesser und Quarzhandschuhe von Seiten der Linksradikalen gefunden worden sind. Das ist aus meiner Sicht kein Dialog. Mehr dazu in der zweiten Rederunde. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordneten, ich habe natürlich noch die letzte Gruppe gar nicht ansprechen können. Das sind natürlich die Integration von Linksextremisten. Wie gehen wir eigentlich damit um und von Linksradikalen? Denn wer sagt eigentlich, dass das linksradikale Weltbild das Richtige ist, in was sich alle anderen integrieren sollen? Ja, und das war ja immerhin die größte Gruppe, die am 18. aufgetreten ist, wo er auch mobilisiert worden ist, waren ja bis zu 400 gewaltbereite Linksradikale, die durch Bautzen gezogen sind. Und ich wünsche mir natürlich deren Integration in die Gesellschaft, denn ich möchte keine linksradikalen und linksextremistischen Parolen in Zukunft mehr hören, dass Grenzen abgeschafft werden sollen, dass der Rechtsstaat abgeschafft werden soll und angegriffen werden soll, dass das Volk abgeschafft werden soll. Und ich möchte auch, bezogen auf die Leute selber, natürlich, dass Sie auch in den Spiegel sehen können, ja, auch Sie, Frau Nagel, damit Sie einfach nicht jeden Tag sich im Spiegel sehen und in Selbsthass versinken, weil Sie aus Versehen als Deutsche geboren sind. Nein, ich möchte, dass Sie auch am besten schon morgen Ihren Teil zum Wohle des deutschen Volkes beitragen können. Was für diesen Gesinnungswandel helfen kann... Gestatten Sie die Zwischenfrage? Nee, danke. Was war das? Nein. Nein, ach so, okay. Dieser Gesinnungswandel, wie kann er eigentlich stattfinden? Also er kann nicht stattfinden, wenn ich die linksextreme und die sehr gut vernetzte linksradikale Szene mit Demokratieprojekten weiter stärke. Wir müssen der linksradikalen und linksextremen Szene den Geldhahn zudrehen. Denn das, was wir da erleben an der Stelle, ist eine Subventionierung von Gewaltsympathisanten, eine staatliche Subventionierung von Gewaltsympathisanten, ein Konjunkturprogramm quasi für Gewalt. Wir bewegen uns in einen Teufelskreis in der Gewalt zwischen rechts und links und allen anderen, die irgendwie instrumentalisiert werden und sonst mit unter die Räder kommen. Wie können wir es schaffen? Wir müssen ins Gespräch kommen, wir wollen miteinander reden. Natürlich muss es auch Strafen geben für die, die die Gesetze überschreiten, das ist ganz klar. Aber es kann nicht gelingen, wenn, wie zum Beispiel der Bautzener Oberbürgermeister einer der linksradikalen Internetseite ein Interview gibt und
auf der anderen Seite die drittstärkste politische Kraft in Deutschland, nämlich die Alternative für Deutschland, nicht bei Demokratiewochen zulässt. Damit grenzt er aus. Und das ist auch ein Teil des Nichtgelingens der Integration. Das führt Menschen auch in die Radikalisierung. Also, um es zusammenzufassen, wir brauchen den Dialog. Wir müssen weg von der Polarisierung. Wir müssen in den Diskurs eintreten und dürfen aus dem Diskurs natürlich niemanden ausschließen. Ja? Ausgrenzung hilft uns nicht weiter. So haben wir am Ende natürlich eine belebte Debatte. Fair muss diese Debatte sein und sie wird es auch sein, aber hart in der Sache, und dafür stehen wir als AfD. Und wenn Sie es schaffen, auch in Zukunft die Meinung von Patrioten zu beachten, generell an alle Demokraten hier im Raum, dann und auch mit der Alternative für Deutschland reden, dann geht auch das richtige Signal für unseren schönen Freistaat von diesem Hohen Hause aus. Vielen Dank.